So, jetzt ist der Kaffee fertig. Kaffee trinken läuft bei Mägis immer nach demselben Ritual. Dorothea ist Autistin. Für sie sind feste Abläufe wichtig. Möchtest du noch ein bisschen? Ja. Wenn wir zu Hause Kaffee trinken, dann sind es immer die grünen Tassen. Ja. Ich frage sie so oft wie möglich, was sie anziehen möchte oder was sie für Joghurt kaufen möchte. Sie hat ja so wenig zu entscheiden. Wir können uns immer dauernd irgendwelche Wünsche erfüllen. Wir sagen, ich mache jetzt das und mache jetzt das und das kann sie nicht. Nach dem Kaffeetrinken möchte sie Musik hören. Ursula Mäge ist Musiklehrerin, unterrichtet bis heute. Sie ist 87 Jahre alt. Was möchtest du? Platte. Eine Platte hören? Ja. Klassische Musik, damit ist Dorothea groß geworden. Als sie vor 50 Jahren auf die Welt kommt, fällt bald auf, dass sie sich langsamer entwickelt als andere Kinder. Sie saß dann da und hat dann so ein bisschen geschaukelt und hat auf ihrem Handgelenk genuckelt und so. Ich habe mich immer mit Händen und Füßen gewehrt, dass irgendwas nicht in Ordnung sein könnte. Und wenn ihr Vater das sagte, dann, ja, da könnte und so weiter, dann bin ich in die Luft gegangen, ja, und habe gesagt, jedes Kind ist anders und jedes entwickelt sich anders und so. Naja, aber dann so mit 3, 4 Jahren, da musste ich das dann auch akzeptieren. Diagnose: Autismus. Dorothea bewegt sich gern, ist am liebsten in der Natur. Sie ist gewandert stundenlang und geschwommen, getaucht, das konnte sie alles perfekt. Und sie konnte sehr gut artikuliert sprechen. Ab dem 16. Lebensjahr wächst sie in verschiedenen Heimen auf, zuletzt in Nordfriesland. 2014 stürzt sie dort und verletzt sich sehr schwer. Das war also wirklich lebensbedrohlich. Ich war die ganzen 7 Wochen, in denen sie im Koma lag, war ich immer auf der Intensivstation jeden Tag in Husum. Und wenn ich abends wegging, wusste ich nicht, ob ich sie früh noch lebend finde. Dorothea kämpft sich zurück ins Leben. Ihre Beine kann sie aber nicht mehr bewegen. Sie hat viele Einschränkungen. Ihre Mutter findet nach jahrelanger Suche einen Heimplatz in Hamburg. 3-mal in der Woche fährt sie quer durch die ganze Stadt. Guck mich an, dass ich Stittchen sehen kann. Sie ist gut untergebracht und es sind alles sehr nette Betreuer, geben sich alle Mühe. Nur sie sind überfordert, weil es viel zu wenige sind. Heute gehen sie zum ersten Mal seit 8 Wochen wieder zusammen spazieren. Denn Ursula Mäge hatte eine Hüft-OP, war im Krankenhaus, dann in der Reha. In dieser Zeit wartete Dorothea im Heim auf sie. Sie fehlte mir und wahrscheinlich fehlte ich ihr auch. Das weiß man aber bei ihr nicht so genau. Sie hat natürlich immer gesagt, die Mutter kommt, die Mutter kommt. Und dann musste man ihr das erklären, dass es jetzt nicht geht. Ja, und irgendwann wird es ja gar nicht mehr gehen. Und das ist natürlich das große Problem. Verwandte, die sich um Dorothea kümmern, hat Ursula Mäge nicht. Ihre große Sorge: Wenn ich nicht mehr komme, dass sie dann ganz verlassen ist und dann nur noch rumhängt. Sie kann sich nicht selbst beschäftigen und sie braucht einfach immer eine Bezugsperson. Wenn ich nicht mehr da bin, ist dann die einzige Konstante für sie weg. Ihr Herzenswunsch, dass sich jemand um Dorothea kümmert, wenn sie es mal nicht mehr kann. Dass ihre Tochter einen vertrauten Menschen findet, der sie und ihre Welt versteht.